Herzlich willkommen zum Vortrag von Kern. Nur damit es nicht irritiert, hier sind zwei Kolleginnen, die in die Gebärdensprache übersetzen. Für die Kollegin, die noch nicht da ist, aber für die ist hier vorne ein Platz reserviert. Das heißt, sie wird zwischendurch einmal reinkommen und dann werden die beiden sich abwechseln und den Vortrag sozusagen in Gebärdensprache übersetzen. Ich stelle euch heute Kern vor, Kern UX Standard, und nur für mich so zum Eindruck, wer hat schon mal was gehört von uns oder ist mit uns schon im Kontakt? Mal so ein kurzes Handzeichen. Eine Person, okay, super. Das heißt, wir haben ganz viele neue Personen hier, die, für die Kern komplett neu ist. Das kriege ich hin, euch das einmal näher zu bringen und ja, was wir mit Kern vorhaben. Das heißt, meine Präsentation geht so ungefähr 20 Minuten. Ich hoffe, die Zeit irgendwie einzuhalten. Danach haben wir noch ungefähr 10 Minuten Zeit für Fragen, die wir dann im Anschluss beantworten. Ich glaube, sonst komme ich mit meiner Präsentationszeit nicht wirklich hin. Es geht einmal darum, was ist Kern, was haben wir vor und auch, wie ist der aktuelle Stand bei uns. Und am Ende bin ich da für Fragen natürlich. Und wenn wir über Kern sprechen, stehen drei Personen vorne ran oder die sind sichtbar nach außen. Das ist Isabel Pieta, Product Ownerin von Kern, die arbeitet bei Dataport. Wir haben Robin Pfaff, den ich heute ersetze, der leider ausgefallen ist, der sonst diesen Vortrag hält von der Staatskanzlei Schleswig-Hamburg. Und wir haben Axel Wolters von der Senatskanzlei Hamburg. Axel und Robin sind in dem Projekt als sozusagen Verantwortliche, denn das Ganze wurde initiiert von Hamburg und Schleswig-Holstein und anfangs finanziert sozusagen bis 2025. Das heißt, hinter unserem Projekt steht jetzt nicht Dataport, sondern Hamburg und Schleswig-Holstein, die das Ganze finanzieren, und Dataport und andere Kolleginnen in der Umsetzung. Wir sind circa so 15, 16 Personen Vollzeit als auch Teilzeit bei uns beschäftigt, von Designern, Entwicklern und jemanden wie mich, der das Projekt irgendwie im Blick haben muss und hinter den drei so ein bisschen aufräumt und die Projektstruktur vorantreibt als Scrum Master und auch Community Management, da komme ich auf jeden Fall gleich noch zu. Und diese drei Personen unter anderem, es gab so eine Kaffeerunde online und die haben über folgendes Thema gesprochen. Wer kennt diese Übersicht? Hat die schon mal jemand gesehen? Ja. Hier wurde versucht darzustellen, wie OZG bis Ende 2022 umgesetzt werden soll und wer daran beteiligt ist. Und wir sehen, dieses Bild ist ziemlich voll. Wir haben super viele Institutionen, Organisationen, die ihre Online-Dienste und digitalen Lösungen umsetzen, aber natürlich auch jeder für sich selbst oder selbst organisiert. Und dann haben wir folgendes Problem. Das hat Matthias Punz von der Süddeutschen geschrieben, Deutschland gleicht in den deutschen gleichen Verwaltungsportalen Kraut und Rüben. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedlicher Aufbau, unterschiedliche Optik, obwohl es eigentlich alles zum digitalen Staat dazugehört. Und diesem Problem haben sich unter anderem diese drei Leute als auch weitere Personen angenommen. Denn wir haben, die Folie habe ich auch noch. Der Eindruck von Matthias Punz unterstützt auch so ein bisschen diese Studie. Das ist eine Bürgerumfrage von der Forsa, die jedes Jahr gemacht wird. Wie handlungsfähig ist der Staat? Und wir sehen, in 2023 sind wir bei 69%. Das hat nicht nur mit digitalen Lösungen zu tun, aber natürlich sind die digitalen Lösungen der direkte Draht zu unseren Bürgerinnen und Bürgern und auch der erste Anlaufpunkt, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie handlungsfähig sind wir überhaupt digital. Und dadurch entsteht unsere Vision von Kern. Wir wollen den digitalen Staat zugänglich machen. Für alle Bürger, für Unternehmen, als auch für Behördenmitarbeitern. Barrierefrei, einfach und intuitiv nutzbar. Und dieses nutzerfreundlich und Barrierefreiheit ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern es ist politisch verankert. Wir sind dazu verpflichtet, Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit in unseren digitalen Lösungen zu berücksichtigen. Das heißt, wir haben alle, die in der Verwaltung tätig sind, haben dieses Problem Nutzerfreundlichkeit, UX und Barrierefreiheit bei sich in den Diensten mit einzubauen. Wofür steht OZG? Für das Online-Zugangsgesetz. Okay, entschuldige. Ich dachte, wir sind ein bisschen Behördenkreis. Okay. Online-Zugangsgesetz, das wurde bis Ende 2022 festgelegt, dass alle Leistungen vom Staat digital verfügbar sein sollen für den Bürgern. Bis Ende 2022, jetzt haben wir OZG 2.0, das heißt, so ganz geschafft haben wir es auch nicht. Ist dieses Gesetz ein Bundesgesetz? Ja.
So, wie erfülle ich als öffentliche Verwaltung die Anforderungen an UX und Barrierefreiheit? Eine weitere Herausforderung, an denen die Behörden gestellt werden. Die sollen nicht nur Online-Dienste bauen und digital sein, sondern auch noch Dinge berücksichtigen, die dort mit eingebaut werden sollen. Das ist eine große Herausforderung für viele. Was ist UX und Barrierefreiheit und wie integriere ich das überhaupt? Und daraus entsteht unsere Mission. Wir wollen einen offenen UX-Standard schaffen für die deutsche Verwaltung, die Umsetzende befähigt, diese Kriterien mit einzusetzen. Nutzerinzentriert, Barrierefreiheit und dazu auch noch effizient. Also einen offenen Standard für den digitalen Staat, der genutzt werden kann und umgesetzt werden kann für digitale Lösungen. Da guckt man sich natürlich am Anfang an, gibt es sowas überhaupt schon? Und ja, das gibt es. GovUK seit 2018 haben bereits ein offenes Designsystem und es gibt noch weitere Nachbarländer als auch die USA oder weitere, die so einen offenen Standard bereits schon geschaffen haben oder ein offenes Designsystem und was auch schon über Jahre genutzt wird. Das heißt, es wird Zeit, dass Deutschland langsam auch auf diesen Pfad kommt. Erstmal nochmal zur Erläuterung, was ist überhaupt ein Designsystem, weil wir dieses Wort relativ häufig verwenden. Man kann sich das vorstellen wie ein Baukasten. Und so einen kleinen Exkurs, als Handwerker hast du deine Hammer, Nägel, Schrauben, die du verwendest, um Dinge zu erschaffen und erfindest die nicht jedes Mal neu. Wenn du ein neues Haus bauen willst, erfindest du nicht neue Schrauben und Hammer, sondern du benutzt gewisse Standards. Und so baut sich ein Designsystem auf. Wir haben eine Komponentenbibliothek, wo man so die sichtbaren Elemente sehen, Buttons, Navigation und alles, was zum Beispiel zu so einem Formular dazugehört, Eingabefelder. Es gibt visuelle Aspekte, wir nennen das bei uns bei Kern Theming oder Tokens. Welche Farben werden verwendet, welche Schriftarten können mit dem Designsystem verwendet werden, dass diese ganzen mit dem Designsystem mitgeliefert werden, als auch eine Dokumentation, wie wendet man das Designsystem an, was gibt es für Anwendungsbeispiele, als auch für Alternativen. Und das Ganze mündet sozusagen in einen Baukasten und wir sagen digitale Lösung statt Online-Dienste, weil Online-Dienste ist bei uns gerade der Fokus, aber Fachverfahren als auch Service-Portale werden bei uns schon mitgedacht. Das heißt, es ist nicht nur ein Baukasten für Online-Dienste, sondern auch alles, was dahinter steckt. Auch da guckt man, wie ist denn der Status gerade? Was für Designsysteme gibt es, werden überhaupt angewendet? Ja, nicht immer, aber es gibt schon Designsysteme in der öffentlichen Landschaft. Aber sie sind zum Teil intern. Sie haben hohe Qualität, die sind gut, aber sind nicht offen, nicht Open Source und nicht für alle nutzbar. Es gibt Komponentenbibliotheken und Dokumentationen, die sind auch schon relativ ausgeweitet, aber sie sind unvollständig oder zum Teil veraltet. Und es gibt gute offene Informationen, die auch erreichbar sind, aber sie sind vereinzelt und verstreut und teilweise schwer zu finden. Und das wollen wir mit Kern, anknüpfen. Wir wollen einen Baukasten, der für alle nutzbar ist, wo wir gemeinsam entwickeln nach dem Public Code. Er soll technologieunabhängig sein, das heißt durch verschiedene Adapter nutzbar sein für alle, die in dem Bereich tätig sind. Visuell individualisierbar, trotzdem lokalisierbar über Theming. Das heißt, wir wollen natürlich ein einheitliches Auftritt haben, aber auch den regionalen Bezug nicht vernachlässigen, als auch für andere Länder irgendwie nutzbar sein, kein Einheitsbrei, aber trotzdem einen Standard. Ja. Und ein Ort der Wahrheit schon erzählt, also auch nicht nur Designsystem, sondern ein Standard ist mehr und löst auch mehr. Das heißt, wir haben das offene Designsystem, worüber wir gerade gesprochen haben, mit Komponentenbibliothek, visuelles Information, Dokumentation, aber wir liefern auch die Methodik dahinter. Wir haben natürlich verschiedene Zielgruppen, wie Entwickler, Designer, Projektverantwortliche, die mit dieser Thematik konfrontiert werden und die Leitfäden brauchen, Vorlagen, als auch Beratung. Wir bieten Sprechstunden an, zukünftig wird ein UX-Check geben und Zertifizierung für IT-Dienstleister, die mit Kern bereits vertraut sind. Anwendungsbeispiele, Learnings, das heißt wirklich eine Plattform für alle Art von Zielgruppen. Und die dritte und sehr wichtige Säule bei uns ist unsere Community-Arbeit. Das heißt, wir entscheiden nicht selber über einen Standard, sondern wir brauchen natürlich alle, die damit vertraut sind, mit an ein Board. Von der Fachcommunity, also Fachexperten wie UXler, Entwickler, Designer, um auch einen nutzbaren Standard zu schaffen, der auf die Bedürfnisse der Person angeht, die damit täglich konfrontiert sind, als auch strategische, unterstützende
die natürlich auch diesen Standard vorantreiben müssen, verankern müssen oder auch in die richtige Runden bringen sollen, da wo entschieden wird, wie ein Online-Dienst oder eine digitale Lösung umgesetzt wird. Dazu komme ich aber gleich auch nochmal zu sprechen. Das heißt, diese drei Säulen, Designsystem, Information, nenne ich es jetzt mal, und Community, sollen dazu führen, dass wir qualitative Verwaltungslösungen aus einem Guss haben. Und hier sind diese drei Häuser abgebildet. Aus einem Guss heißt nicht, dass alle gleich aussehen, sondern dass sie trotzdem noch individualisierbar sind nach gewissen Regeln und diesen regionalen Bezug haben, aber wiedererkennbar als Teil des digitalen Staats. Und dadurch wollen wir Vertrauen schaffen in die Marke des digitalen Staats. Nur noch einmal zusammengefasst, die Mehrwerte von Kern. Vertrauen und Akzeptanz. Weniger Designbrüche zwischen den Verwaltungslösungen, eine Wiedererkennbarkeit, hohe Qualität, Barrierefreiheit, nutzerzentriert, das, was ich im Vorwege gesagt habe. Es ist effizienter, wenn wir schon im Vorwege diese Dinge mit integrieren und die Umsetzenden nur noch damit konfrontiert sind, ihren Dienst umzusetzen, ohne Barrierefreiheit und Nutzerzentriertheit, UX-Writing mit zu berücksichtigen. Das ist auch eine Antwort auf die Fachkräftemangel. Du brauchst weniger Personen, um so einen Online-Dienst zu bauen und bist natürlich wesentlich effizienter, wenn die Dinge nicht immer wieder neu entwickelt werden müssen und neues Design entwickelt werden muss. Und eine erleichterte Nachnutzung, ebenenübergreifend. Wir wollen eine Zusammenarbeit bundesweit, eine Fachcommunity, die sich gegenseitig austauscht und auch daran mitwirkt, diesen Standard zu schaffen. Weil wir auf der Keylook sind, habe ich eine Open-Source-Folie noch mitgebracht. Public Money, Public Code ist, glaube ich, klar. Unser Code liegt auf Open Code. Mit dem GitLab arbeiten wir dort. Wir sind zertifiziert und das Thema Contribution wird jetzt in Kürze bei uns kommen. Das wird gerade verprobt, dass auch wirklich man in der Lage ist, mit über diesen Mitwirkungsprozess mit einzusteigen. Die Menschen machen den Unterschied bei Kern. Wir möchten nicht verschlossen sein. Wir machen viel Community-Arbeit. Wir haben eine Plattform, wo die Leute sich austauschen. Wir haben Formate, wo die Personen sich einbringen können. Von wirklich Verantwortliche bis hin zu Fachcommunity sind bei uns alle herzlich willkommen. Wir wollen es bundesweit, ebenenübergreifend und interdisziplinär. Und da sind wir eigentlich recht erfolgreich. In unserer Community sind fast 300 Personen schon in dem Messenger, die sich austauschen und bei uns auch immer mit am Ball bleiben. Wir haben Formate, die wir schaffen, wo wir die Community fragen, daran teilzunehmen, dass auch wirklich jeder daran eingeladen ist, bei uns mitzuwirken. Bitte. Ich wundere mich etwas darüber, dass Sie hier sagen, Community und alle sind eingeladen, aber die eigentlichen Nutzer und Nutzerinnen scheinen mir hier zu fehlen. Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Leute, die, sag ich mal, Sie haben da zwar Behördenleiterinnen und Leiter für die Ministerien, aber es fehlen auch die Menschen, die, sag ich mal, in der öffentlichen Verwaltung dann arbeiten müssen. Sie haben da zwar Barrierefreiheitsexpertinnen stehen, aber keine Menschen mit Beeinträchtigung und so weiter. Ist das so gedacht oder ist das nur falsch aufgeschrieben? Achso, die Frage war, ob das auf der Folie nicht alle berücksichtigt werden und sozusagen Beeinträchtige oder die Bürger und die Nutzer nicht auf dieser Folie stehen. Wir haben Barrierefreiheitsexperten, die die Richtlinien dafür einhalten und dafür sorgen, dass die Barrierefreiheitsrichtlinien eingehalten werden und zusätzlich wird es für Nutzertests durch. Jeder ist dafür eingeladen. Wir kommunizieren das regelmäßig, Nutzertests durchzuführen. Das machen wir mit Behördenmitarbeitern, als auch mit Privatpersonen am Ende des Tages, um das, was wir bauen, zu validieren und zu schauen, ob es wirklich so aufkommt, wie wir das in der Exploration oder ähnliches vorher geplant haben. Beantwortet das die Frage? Ja. Mit dem Community-Ansatz verfolgen wir vier verschiedene Bausteine. Die Personen, die Kern nutzen, um Anwendungsbeispiele zu schaffen, Zwischenstände einzuholen oder auch weitere Prozesse bei uns zu integrieren. Kern verbreiten, das sind hauptsächlich auch die Personen, die auf den Konferenzen unterwegs sind oder die in den Runden sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden. Wir haben Kern weiterentwickeln, wir wollen immer weitere Anforderungen generieren. Wir wollen Bestehendes, was es schon gibt und was wir vielleicht noch nicht gefunden haben, mit integrieren. Fehlendes Beispiel und natürlich auch die Qualitätssicherung, natürlich auch unter die Nutzertests fallen und auch unter den Austausch und der Erarbeitung zusammen mit der Community. Zusätzlich haben wir verschiedene Austauschformate. Mit uns gibt es regelmäßig Austauschformate, das heißt Onboarding oder Sprechstunde. Wir haben aber auch letzte Woche mit der Stadt München einen UX-Reifegrad bei uns integriert, einen Vortrag über UX-Reifegrad bei uns mit einer Plattform geboten. Das heißt, da hat München vorgestellt, wie sie es geschafft haben, einen UX-Reifegrad bei sich anzuheben. Da ist die Community zu eingeladen und auf unserem Messenger wird auch weiter Dinge erarbeitet oder auch nochmal Rückfragen gestellt oder die Leute zusammengebracht, die das Ganze betreffen. In der Community sind nicht nur Einzelpersonen aus den einzelnen Organisationen, sondern wir machen auch mit Institutionen und Organisationen Partnerschaften, die uns dabei unterstützen, unser Vorhaben voranzutreiben.
Das heißt, hier sind einige davon. Es gibt auch noch viele, die jetzt gerade nachgelagert kommen, mit denen regelmäßige Gespräche stattfinden. Für euch mal nur so als Beispiel, was bedeutet eine Partnerschaft? Possible hier rechts, mit dem planen wir einen Designathon auf der Piazza im November. Die nehmen quasi unsere Problematik mit und erschaffen dadurch einen neuen Workshop, einen Designathon. Bindet verprobt gerade für uns den Contribution-Prozess. Das heißt, die wirken mit bei einer Komponente, die gebaut werden. Und da sind Personen abgestellt, die, ohne dass wir sozusagen finanzieren, sondern aus eigenen Stücken eine Komponente entwickeln. Mit Nortal erarbeiten wir gerade Lebenslagen. Das bedeutet, man geht die Lebenslagen der Bürger durch, was für Dienste dafür gebraucht wird, um darauf vorbereitet zu sein, welche Komponente es dafür braucht, um diese Dienste zu erschaffen. Oder vielleicht kommen da neue raus, die wir noch nicht betrachtet haben. So, das war jetzt erstmal zu Kern. Ich will noch ein Thema mit vorstellen, was wir ebenfalls mit bedienen. Und das nennt sich Dachmarke. Und die Dachmarke ist ein Beschluss des IT-Planungsrats aus dem Jahr 2024. Und zwar geht es darum, ein übergeordnetes Kennzeichnungssystem für Angebote im Internet zu schaffen. Dafür gibt es einen Koordinationskreis, das BBI ist dabei, BPA, Hamburg, als auch Kern. Und es gibt eine Länder-AG, wo Vertreter aus allen Bundesländern über diese Thematik mitsprechen und auch ihre Meinung dazu geben und auch abstimmen. Und das hat ganze 4 Säulen, eine Kopfzeile, ein Bildzeichen, eine Domainnamen und ein Designsystem, wo Kern hintersteckt. Und hier ist das mal eine Pilotierung anhand von EVA, das ist ein Hamburger Online-Dienst. Wir sehen oben .gov.de als Domainname. Das ist die Kopfzeile mit einem Bildzeichen, da ist jetzt die Deutschlandfahne mit drin. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Länderkennzeichnung mit einzubringen. Und dieser Satz, eine offizielle Website der Bundesrepublik Deutschland, also ein Kennzeichnungssystem für digitale Angebote vom Staat. Und dahinter steckt auch ein Dachmarken-Theme, was ich euch nicht zeigen kann, weil das gerade in Nutzertests sich befindet und in der Entwicklung. Aber um das euch mal zu zeigen, also im Prinzip haben wir bestimmte Bestandteile, die individualisierbar sind und dann über Knopfdruck also eingesetzt werden können. Wir haben in dem Beispiel Kern-Theme und das EVA-Theme und dann kommt auch das Dachmarken-Theme damit rein. Und wenn Umsätze damit in Konfrontation kommen, dann können Sie das Theme einfach wechseln, wo die wesentlichen Bestandteile schon eingestellt werden und dann die Individualisierbarkeit nochmal angepasst werden kann. Wofür steht EVA? Einer für alle. Ein typisches Behördenkürzel, und zwar geht es beim EVA darum, wenn ein Bundesland, zum Beispiel Hamburg, etwas Digitales entwickelt nach dem EVA-Prinzip, dann soll es für alle anderen Bundesländer nutzbar sein. Und das ist dieses Kürzel EVA im Prinzip. Und dafür gibt es auch ein Theming sozusagen, ein Angebot. Wer sich die Komponente mal anschauen möchte, die wir gerade haben, der kann gerne bei uns auf die Website kommen, kern-x.de. Und da sind alle Komponenten, die wir veröffentlicht haben. Bei manchen steht auch eine Dokumentation, dann sind die da gekennzeichnet. Und da kann man sich schon die einzelnen Bestandteile unseres Designsystems jederzeit anschauen. Und wir entwickeln gerade noch eine neue Roadmap und die wird auch regelmäßig aktualisiert. Und da kann man auch einsehen, welche Komponente folgen. Und zu guter Letzt, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Was läuft bei uns gerade so? Zum Thema Designsystem. Unsere Komponentenbibliothek ist so weit, dass wir Prototyping betreiben können. Das heißt, wir bauen Online-Dienste nach anhand der Kernkomponenten. Online-Dienst Spreng-G, das ist eine Anmeldung für Personen mit Sprengstoffen an Unternehmen, die angemeldet werden müssen, ist eine Art Proof of Concept. Aber wir haben noch so ein Kunderegister, das Bürgerportal Schleswig-Holstein wird nachgebildet und wir haben noch weitere solche Formate, um die Komponenten regelmäßig anzuwenden und auch zu prüfen, ob das funktioniert, was wir uns da überhaupt vorgenommen haben. Die gehen dann auch in die Nutzertests. Wir haben regelmäßige Veröffentlichungen von Komponenten und Patterns. Dachmarken und Kennzeichnungselemente, die Bereitstellung und Umsetzung, die ist gerade, die wird jetzt in Kürze vorgestellt, hoffe ich. Und wir sind immer offen, mit Partnern zu sprechen, mit Personen zu sprechen, die daran interessiert sind, unser Vorhaben mit voranzutreiben. Dafür sind diese 3 Personen am Anfang hauptsächlich zuständig, das Ganze mit den Personen zu besprechen. Und wer Interesse daran hat, kann auf uns zukommen. Ich sage euch gleich wie. Mit unserer Community haben wir regelmäßige Onboardings und Sprechstunde. Onboarding steht für, wir stellen Kern vor. Sprechstunde sind für die Termine, wo es ein bisschen tiefergehend sind und Fragen beantwortet werden. Wir haben diese Co-Creation, das heißt, das Dachmarken-Theme wurde mit der Community zusammengearbeitet. Da wurden Personen, die haben sich angemeldet, haben Vorschläge gemacht, die dann im Gremium entschieden wurden. Öffentlichkeitsarbeit, ich glaube, diesmal Country Convention ist jetzt die nächste große Veranstaltung, die anderen sind da schon durch. Wir sind natürlich regelmäßig auf Veranstaltungen, um Kern auch zu verbreiten. Und genau, Veranstaltungen wie diesen UX-Reifegrad aus München. Wenn jemand Themen hat, die für die Community interessant sind, bieten wir auch die Plattform dafür. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich in der Zeit bin, aber im Prinzip bin ich jetzt durch, zeitlich gut. Genau, wer Teil der Community? Es gibt unsere Website, wo ihr euch informieren könnt. Darüber kommt ihr auch zu unserer Community. Das ist Metamos-Channel, der von uns selber gehostet wird. Wir haben ein Postfach, wo ihr jederzeit schreiben könnt. Und es gibt auch Newsletter und so weiter und so fort. Das heißt, schaut einfach bei uns vorbei. Und wir freuen uns über jeden, der daran mitwirkt und uns dann voranschreibt, diesen Wegstandard zu schaffen. Und damit bin ich durch. Vielen Dank. Fragen? Bitte. Im Bereich gearbeitet, auch basiert und dann kriegt man zu Gesicht diese Beschreibung für Accessibility. Das ist
Deutschland, da gibt es auch was von der Behörde selber, die dann das nochmal irgendwie erläutern. Und im Prinzip ja, guckt sich das an und dann legt man es zur Seite, weil das ist viel zu lang, das kann man kaum aufbauen, kann nicht wecken. So, ich würde mir jetzt wünschen, dass im Prinzip dieses Kern-UX alles für mich tut und am Ende nur noch so 10 Seiten Anleitungen herauskommen, was der Entwickler zu tun hat. Das wäre meine Idee. Das versuchen wir natürlich zu berücksichtigen. Also das ist auch Teil unserer Arbeit, das im Vorfeld zu berücksichtigen. Wir wollen so viel, wie es geht, vorwegzunehmen und gerade Personen wie Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Ich bin jetzt technisch nicht so versiert und kein Entwickler leider, deswegen kann ich nicht ganz genau eingehen, wie wir es machen. Ich weiß aber, dass wir es machen. Und die Frage wiederholen, Entschuldigung. Es wurde gefragt, diese ganzen Dokumentationen und Regularien, die der Entwickler trotzdem einhalten muss, oder ob das quasi vorweg mit Kern genommen wird. Das habe ich richtig verstanden, ne? Okay, danke. Bitte. Es gibt ja die alte IT-Weisheit-Standards, Verschlüsselung, jeder hat ja. Was machen denn die anderen 14 Bundesländer? Sind die auch aktiv, machen die was Eigenes? Oder schafft ihr das in der Community zu sagen, okay, Arbeitsteilung, Schleswig-Holstein, habe ich arbeiten das jetzt und die anderen Bundesländer halten sich dran? Das ist eine gute Frage. Gewünscht wäre es so. Das ist natürlich in der föderalen Landschaft immer nicht so einfach. Wir sind mit allen Bundesländern im Gespräch. Wir wissen zum Teil, welche Designsysteme genutzt werden, welche Technologien dahinter stecken. Und jetzt ist natürlich unsere Herausforderung und unsere Aufgabe, diese ganzen Technologien mit bei uns zu berücksichtigen, sozusagen. Wir können niemanden zwingen, einen Standard einzuhalten. Die Macht haben wir nicht. Was wir aber können, ist durch Qualität und durch die Nachvollziehbarkeit und der Offenheit die Leute dafür den Vorteil dazu bieten, dass sie den Standard nutzen. Ob der Pflicht wird, das kann ich nicht sagen. Aber viele, also wir haben sehr viele aus unterschiedlichen Bundesländern bei uns drin, weil sich freuen, dass endlich mal so etwas geschaffen wird. Also alle irgendwie zu betrachten und versuchen, das zu vereinen, dass wir nicht mehr diese unterschiedlichen Landschaften haben. Und jetzt ist unsere Aufgabe, so viel Relevanz natürlich für dieses Designsystem zu bringen, um mehrere Bundesländer davon zu überzeugen. Wir sind aber mit sehr vielen in Kontakt. An der Umsetzung ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig und daran arbeiten wir. Aber Niedersachsen ist zum Beispiel schon mit dabei und Schleswig-Holstein, Hamburg sowieso. Und wir müssen es halt technisch schaffen, umzusetzen. Ich habe die Frage wieder nicht wiederholt, ne? Noch weitere Fragen? Gedanken dazu? Auch immer gerne willkommen. Jemand skeptisch?